Sei gegrüßt, liebe YouTuber, herzlich willkommen zum neuen Video-Update. Ja, uns Börsianern weht derzeit schon ein ziemlich rauer Wind um die Ohren. Zwar noch nicht kursmäßig, die Märkte halten sich relativ gut, aber doch von politischer Seite, namentlich von Donald Trump und seiner Hauruck USA First-Doktrin, die er hier versucht, momentan mit aller Macht durchzusetzen. Ich und auch viele andere Börsianer haben die Befürchtung, dass das früher oder später dazu führen wird, dass die sensibel austarierten Handelsgleichgewichte global aus den Fugen geraten und dass wir hier früher oder später eine ziemlich heftige konjunkturelle Einbrüche zu befürchten haben. Die Vorboten kündigen sich im Moment schon an, in Form zum Beispiel von Gewinnwarnungen, die in den letzten Wochen reihenweise aus der Automobilindustrie kamen. Auch heute wieder hat ein deutscher Automobilzulieferer eine Gewinnwarnung veröffentlicht, SHW. In dem Fall eine schwäbische Firma, die ich relativ gut kenne. Und keiner weiß, wie sich der Gesamtmarkt entwickeln wird, aber es ist auf jeden Fall gut, auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein und speziell in der jetzigen Zeit nach 9 Jahren Bullenmarkt auch auf eine schwierigere Börsenphase, auf eine Korrektur oder vielleicht sogar auf einen Bärenmarkt. Die Frage ist, wie macht man das am besten? Und wie man das nicht macht, dazu zeige ich euch jetzt mal einen Screenshot von einem alten Bekannten von mir, der sich heute wieder zufälligerweise bei mir gemeldet hat und mich gefragt hat, was ich eigentlich von seinem aktuellen Depot halte. Und das seht ihr hier. Und er hat in diesem Depot, also ich will ja nicht auf die einzelnen Positionen eingehen, also auf die einzelnen Firmen im Detail, nur allgemein. Er hat 4 Cannabis-Aktien, einen Lithium-Explorer, einen Silber-Explorer und ein Unternehmen, das ich zuerst gar nicht gekannt habe, Wells Minerals, und wo ich vorhin nachgeschaut habe, also es ist ein weiterer Lithium-Explorer. Und kein einziges dieser Unternehmen verdient im Moment Geld. Alle sind hochspekulativ, alle kommen aus gehypten, bis auf die Silber-Aktie, aus gehypten Branchen wie Marihuana, Cannabis und auch Lithium. Zum Beispiel im Lithium-Bereich ist es so, dass der Sektor ohne Zweifel aussichtsreich ist und von der Elektromobilität profitieren wird. Die Nachfrage nach Lithium steigt, weil man ja Lithium-Ionen-Batterien braucht, die wiederum Lithium brauchen, und die werden von Lithium-Produzenten natürlich, das wird von Lithium-Produzenten natürlich geliefert. Allerdings werden hier vor allem diejenigen, die Gewinner sein, die bereits jetzt viel Geld damit verdienen, die großen Player am Markt, wie zum Beispiel SQM aus Chile oder auch Albemarle, und ganz sicher nicht die unbekannten Explorer. Ja, und damit sind wir bereits beim Thema. Die genannten Firmen sind allesamt keine Qualitätsfirmen, mit Ausnahme vielleicht von Aurora Cannabis, die vorher auf der Liste aufgetaucht sind. Die haben einige interessante Beteiligungen im Bereich Cannabis, sind aber auch defizitär. Nein, worum es mir geht, diese Firmen werden noch auf Jahre hinweg Geld benötigen. Die werden Kapital benötigen und dafür brauchen sie Kapitalerhöhungen. Und hier kommt man in den Knackpunkt, nämlich in schwierigen Phasen wird es sehr, sehr schwierig für diese Firmen an Kapital zu kommen. Ich habe das schon mal mitgemacht im letzten Zyklus, als im Zuge der Finanzkrise der Rohstoffmarkt quasi komplett zusammengebrochen ist, und es gab da auch viele unseriöse Börsenbriefe in dem Bereich, wo dann einfach ihre Aktien im Musterdepot liegen lassen haben, 80%, 90% Verlust und mehr eingefahren haben und unbedarfte Anleger hier massiv in die Verlustzone geraten sind. Und das Problem ist, dass mit dem Depot, das ich euch vorher gezeigt habe, droht genau dieses wieder. Die Aktien haben ungefähr eine Staying Power, die so hoch ist wie der Rest, wie die Restakkulaufzeit in seinem Handy. Ich weiß nicht, ob ihr es vorher gesehen habt, die liegt bei 6%. Und ich kann euch nur dringend raten, lasst es. Das ist kein sinnvoller Depotaufbau und hat mit Qualität nichts zu tun. Und Qualität ist genau das, was wir in schwierigen Börsenphasen brauchen. Wir brauchen Firmen, die eine blitzsaubere Bilanz haben, die hohe Cashbestände haben, die eine konstante Zahl an ausstehenden Aktien haben. Das heißt, die Aktienzahl soll am besten sogar noch sinken über Aktienrückkäufe, was wiederum ja heißen würde, dass die Firmen operativ genug Cash erwirtschaften und keine Kapitalerhöhungen brauchen und so sogar eigene Aktien zurückkaufen können mit diesem Cash. Es sollen Firmen sein, die sich in Zukunftsbranchen bewegen, die zukunftsträchtige Produkte haben, und
die einen tadellosen Ruf haben, die auch in der Vergangenheit aktionärsfreundlich agiert haben. Ich weiß, das sind ganz schön hohe Anforderungen. Es ist in der Praxis schwieriger, das umzusetzen, als es sich in der Theorie anhört. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass ihr zumindest diesen Ansatz habt, dieses Bestreben habt, dass ihr Qualitätsaktien kauft. Richtig, richtig gute Firmen, die in der Vergangenheit auch unter Beweis gestellt haben, dass sie Mehrwert für ihre Aktionäre generieren können. Das heißt, auch mit Aufwärtstrends im Chart, Firmen, deren Aktien deutlich höher stehen als zum Zeitpunkt des Börsenganges, die für ihre Aktionäre Geld erwirtschaftet haben, vielleicht sogar schon Dividenden ausgeschüttet haben, wobei das kein Muss ist. Gerade bei Wachstumswerten ist es ja so, dass die häufig ihr Geld für das operative Geschäft benötigen und nicht ausschütten. Aber der Qualitätsfaktor muss einfach gegeben sein. Und wenn ihr so agiert, seid ihr übrigens auch in sehr, sehr, sehr guter Gesellschaft. Zum Beispiel hat niemand Geringeres als Warren Buffett gesagt, oder sagt das auch immer wieder, good things happen to good businesses. Das heißt, gute Dinge widerfahren guten Geschäften. Wie meint er das? Nun, attraktive Geschäfte sind auch zum Beispiel für andere Firmen attraktiv. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit oder die Chance, dass ein Übernahmeangebot kommt, von dem wir als freie Aktionäre fast immer profitieren in Form von höheren Kursen, ist für eine Firma wesentlich höher, wenn es eine qualitativ gute Firma ist. Und wenn andere, vielleicht größere Firmen, Interesse haben, diese Firma aufzukaufen. Aber auch sonst, selbst wenn zum Beispiel eine richtig gute Firma mal in Schwierigkeiten gerät und vielleicht doch Kapital braucht, findet die Firma wesentlich leichter jemand, der ihr Geld leiht, als das bei qualitativ schlechten Firmen der Fall ist. Zudem gilt, qualitativ gute Firmen mit viel Cash haben die Möglichkeit, viel in Forschung und Entwicklung zu investieren. Das heißt, sie haben die Möglichkeit, das eigene Geschäft weiterzuentwickeln oder zum Beispiel einen Burggraben zu schaffen, was ja auch ein sehr beliebter Begriff momentan ist, aber wirklich auch zu Recht Burggraben in dem Sinne, dass man quasi das eigene Geschäft über einen Burggraben vor der Konkurrenz sichern kann. Das heißt, dass man so im Geschäftsmodell, dass das Geschäftsmodell so clever aufgebaut ist, dass man hier Vorteile hat, die von der Konkurrenz kaum oder nur mit immensen Aufwand jemals wieder aufgeholt werden können oder zumindest auf Sicht von Jahren aufgeholt werden können. Und das führt letztendlich dazu, und das ist ein weiterer Spruch von Buffett, eine weitere Weisheit, die ich sehr gut finde, ist, dass Zeit der Freund der qualitativ hochwertigen Geschäfte ist. Buffett hat das wörtlich gesagt, Time is a friend of the wonderful business. Und ein Feind des durchschnittlichen, des mediocre Business. Weil, wenn man nur ein durchschnittliches Geschäft hat, dann steigt oder ist die Wahrscheinlichkeit einfach höher, dass irgendwann Konkurrenten kommen, die einen überrollen, die ein noch besseres Geschäftsmodell haben und so das eigene Geschäftsmodell gefährden, während das bei wunderbaren, bei herausragenden Unternehmen, bei Unternehmen mit herausragenden Geschäftsmodellen wesentlich weniger wahrscheinlich ist oder das Risiko hier wesentlich geringer ist. Das heißt also nochmal zusammenfassend, ganz, ganz wichtig, wenn ihr dabei seid, ein eigenes Portfolio aufzubauen und auch jetzt gerade mal vielleicht damit rechnen müssen, dass die Zeiten etwas schwieriger werden könnten, dass man vielleicht früher oder später in eine Rezession abgleiten könnten, dann ist es umso wichtiger, dass ihr ausschließlich auf qualitativ hochwertige Firmen setzt, auf qualitativ hochwertige Aktien. Und zwar muss diese Qualität in der Bilanz und in der Gewinn- und Verlustrechnung auch sichtbar sein. Sprich, das Unternehmen muss in der Vergangenheit bereits unter Beweis gestellt haben, dass es ein qualitativ hochwertiges Geschäft ist. So, viel für heute. Ich hoffe, ihr könnt ein bisschen was mitnehmen davon. Falls ihr Fragen dazu habt, benutzt die Kommentarfunktion unten. Falls ihr meinen Kanal abonnieren wollt, drückt den Abonnieren-Button unterhalb des Videos. Ihr wisst, das Ganze gibt es hier inzwischen auch in Schriftform über den Aktienreport. Da könnt ihr auf den Link in der Beschreibung des Videos unten klicken und ihr habt dann die Möglichkeit, diese Dinge auch schriftlich nachzulesen, beziehungsweise ihr bekommt spannende Infos zu anderen aktuellen Finanzthemen. Und im nächsten Video wird es darum gehen, dass ich euch sage, wie ihr vermeiden könnt, dass ihr in Value-Fallen tappt. Also der Titel wird lauten, sind Value-Aktien gefährlich? Auch vor dem Hintergrund, dass derzeit via Amazon jede Menge Geschäftsmodelle disruptiert werden, sprich vielleicht sogar überflüssig gemacht werden. Und hier ist die Frage, sind Value-Aktien deshalb im Moment eher gefährlich als hilfreich?
Da würde ich dann im kommenden Video darauf eingehen, dass ihr bis Sonntag um 17 Uhr auf oder ab Sonntag 17 Uhr auf YouTube finden werdet. So viel für heute. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bleibt mir gewogen. Bis demnächst. Eine gute Restwoche. Wünscht euch euer Armin Brack.